Ein idyllisches Platzerl an meinem Biotop im Garten. Ich will Ihnen heute ein bisschen etwas über den Klimawandel erzählen und was man dagegen tun kann im eigenen Garten. Das ist unsere Quelle, ein Brunnen, der aber ewig läuft, weil er mit einer Pumpe versehen ist. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Klimawandel im Garten. Was kann ich dagegen tun? Es gibt viele Möglichkeiten. Und jetzt beginnen wir gleich mit der wichtigsten. Pflanzt Bäume. Bäume sind die großen Klimaretter. Denn jeder Baum ist, wenn er mal wirklich alt ist, so viel wert wie 20 Klimaanlagen, die wir zu Hause im Wohnraum haben. So eine 100-jährige Eiche zum Beispiel verdunstet am Tag 400 Liter Wasser. Also eine enorme Menge und die verbessert das Kleinklima. So, was kann man im Großen tun? Zum Beispiel Verzicht auf Torf. Haben wir schon oft gesagt, Torf ist der große Klimakiller. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Diese Unmengen an Torf, die zum Beispiel jetzt abgebaut werden, sind ein ganz, ganz großer CO2-Speicher. Und CO2, wissen wir, ist das große Problem beim Klimawandel. Dass man eine Vorstellung hat, ein 40-Liter-Sack Torferde ist ungefähr so viel wie 50 Kilometer mit dem Autofahren. Wenn man dagegen zum Beispiel Kompost nimmt, also einen 40-Liter-Sack Kompost, dann ist es ungefähr so wie 12 Kilometer mit dem Autofahren. Also deutlich weniger CO2, das da freigesetzt wird. So, was kann man noch machen im Garten? Wege zum Beispiel nicht pflastern, dass der Boden unbedingt Wasser aufnehmen kann. Denn das ist das große Problem. Die Trockenheit ist das große Thema. Und daher Wasser so weit wie möglich schützen bzw. wenig verwenden. Das ist der Kompost als großer Wasserspeicher. Das ist das Mulchen, das Bodenbedecken. Ich lasse bei mir zum Beispiel überall bei den Beeten das Laub im Herbst liegen. Das schützt den Boden und sorgt dafür, dass die Erde nicht so rasch austrocknet, wenn es einmal wieder extrem trocken wird im Sommer oder wie zum Beispiel im heurigen Jahr auch schon im März. So, und was haben wir noch beim Haus? Oben haben wir eine Solaranlage. Ab April läuft die Heizung nicht mehr, da heizt die Sonne. Auch das ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Also man kann im Kleinen doch einiges tun, um das Klima zu verbessern. Aber noch einmal, Bäume sind die großen Klimaretter. Also Bäume pflanzen, das hilft. Ich wünsche viel Spaß beim klimafreundlichen Garteln.